Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute fahren wir höchstwahrscheinlich das letzte Mal, denn wir werden nach dieser Tour bereits eine neue Mission bekommen, die wir uns abarbeiten müssen. Das heißt, wir fahren heute noch das letzte Mal, voraussichtlich das letzte Mal mit einem Random Number Generator. Wieder die 26. Ich habe vergessen, sie zu aktivieren. Da, die 26 sollte es gewesen sein. Okay, da hier ist. Dann nehmen wir jetzt die 25, dann habt ihr es auch mit drauf. Sprich, wir fahren. Heute ist mal wieder ein kurzes Ding. Womit fahren wir? Ich würde sagen, wir fahren mit dem S416, würde ich sagen, fahren wir. Dann hier 25. Wie gesagt, also entweder bekommen wir jetzt gleich ein Ass. Und wenn wir kein Ass bekommen, dann auf jeden Fall unsere Fahrerin vom Profi zum Ass aufgestiegen. Also egal was passiert, wir werden ein Ass haben. Mindestens eins. Schließen wir wieder die Türen, starten den Motor, machen das Licht für uns aus und für die Fahrgäste an, lösen die Parkbremse, schalten, gehen in Drive und fahren los zum Zopf. Und hier, ne? Und Licht wäre auch sinnvoll, das hat irgendwie ja, sinnvoll, ne? Das ist sinnvoll, das ist der, ja, nehmen wir natürlich mit, hat Licht. Punkte fürs Fernlicht später auch. Und wir sind mittlerweile auch auf dem Wege zum maximalen Level. Zentraler Busbahnhof. Ich bin auch gespannt, ob es mehr als nur. Mehr als 25 Level geben wird im neuen Teil. Bin echt gespannt. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Standard drucken. Danke. Für den Koop, eine Fahrkarte haben? Für den Koop-Modus wäre es auch nice, wenn man einfach das so machen kann, dass einer den Fahrkartenkontrolleur spielt. Das wäre auch geil. Falls das geht. Wobei wahrscheinlich geht das auch schon im aktuellen Teil, aber das wäre einfach mal klar, so eine klar, hier. Idee, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe. Was? Ach so. Falls ihr das sehen wollt, wie Lavon, also falls das, sagen wir mal so, wenn es möglich ist, und Lavon sich das Spiel halt auch noch holt, würdet ihr das. Hier ist die Fahrt, was? Euch, ach so, hier. Würdet ihr euch das anschauen, wenn beispielsweise Lavon und ich dann im Koop-Modus uns abwechseln? Einmal fährt der eine und der andere und dann beim nächsten Mal fährt dann der andere. Klar! Oh nein! Hier? Na klar. Hier! Hier ist. Na klar. Gesagt, falls es möglich ist, ne? Also, könnte für den Fahrkartenkontrolleur halt ein bisschen. Also, ja, ich weiß nicht. Hatten wir noch nicht ausprobiert bisher gehabt. Aber es wäre so ein nice Ding. Also, wie gesagt, also, wenn ihr das sehen wollt, also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Nächster Halt, Rathaus. Dann könnte ich weiterfahren und labern und könnte dann quasi das hier deaktivieren, also hier die sagen, hier mal, mach mal die Musikreise hier. Der Busfahrer, den stört das. Hätte was. Also es hätte auf jeden Fall was, finde ich. Muss ja nicht unbedingt sein, hier der eine fährt zu und der andere hier bedient die Gleise, dass der Lokführer, der Zugfahrende quasi da rankommt, so wie es bei SimRail 2021 wahrscheinlich sein wird. Kann ja auch sowas geben. Dass man so einfach so frei heraus gedacht.
und der freien Welt wäre es wahrscheinlich einen neuen Teil machbarer als... Das hat er gemeint. Weil ich glaube, in diesem Teil ist es gar nicht wirklich machbar, weil man keine freie Welt hat. Ne? Mit der freien Welt gibt es natürlich wieder komplett neue Möglichkeiten. So, wir sind ja so überpünktlich hier. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich, Tag, Senior. Gucken. Danke. Hallo. Bitte schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel, Senior. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Standardfahrkarte. Würde uns jetzt einmal noch mal alle durchzugehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Ja, wollen Sie die? Was? Wir werden ja eh jetzt wieder umzicken. Sie haben meine Fahrkarte klar. Häufig gehabt haben. Na klar. Wie oft wollen Sie haben meine Fahrkarte? Hier ist die Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon? Ich habe Ihnen meine. Na klar. Hier, bitte. Hier ist. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Sie haben meine. Sie haben. Was? Hier, bitte. Der Bus ist nämlich so gut wie voll. Und wir können jetzt auch wieder weiter. Vielleicht etwas zu früh. Nächster Halt, Hohe Straße. Ah, das hat noch gereicht. War noch nicht zu früh. Es war noch nicht zu früh. Kommt niemand rüber. Können wir abbiegen. Wie war das noch gleich? Gruyère. Ach stimmt, es war Gruyère. Nächster Halt, Hohe Straße. Nice. Verkleidet uns unter welches Timing. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard drucken, wenn wir genügend Zeit haben. Danke. Wenn wir alle Tickets kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Durchgescannt haben, dann können wir nochmal kurz durch den Bus rennen. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard drucken. Eine Fahrkarte bitte. Ein Senioren-Wochenticket. Ja, es wird echt eng. Na klar. Augen. Augenblick. Hier ist die Fahrt. Klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Überhaupt keinen blassen Schimmer mehr. Wenn ich ja, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Auf alle Fälle ist der Bus weiterhin voll. Dann wollen wir mal weiter. Zum Getreidezentrum war es, glaube ich. Nächster Halt. Westfield. Getreidesilos. Ja, Getreidesilos. Meinte ich natürlich. Wunderbar. Hoppala. Knappes Ding hier wieder. Wahrscheinlich in diesem Fall noch nicht benötigt gewesen. Subway wäre beleuchtete Straßen. Oder beleuchtete, ja, beleuchtete Straßen mit Straßenlaternen halt. Soweit. Ja, es passt noch. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Boah, hier steigen aber viele aus. Steigen so viele aus, dass die Leute gar nicht wirklich mal einsteigen können rechtzeitig.
Also rechtzeitig schon, aber wir fahren ja nicht weg, aber. Danke. Eine Fahrkarte noch bitte. Eng werden. Einzelseniorenticket. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Seniorentagesticket. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Senior drucken. Einzelsenior drucken. Alter, Schockmoment hier wieder. Entschuldigung, können Sie noch mal die Tür aufmachen? Nächster Halt, Westfield. Zu Westfield sind wir jetzt mittlerweile auch wieder zu spät. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Slalom-Linien hier wieder. Parken in Perfektion. Dankeschön, vielen Dank fürs Kompliment. Tschüss. 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 Eine Fahrkarte bitte. Ein Senioren-Tagesticket. Danke. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Eine Einzelkarte kommt sofort. 20er ich zu viel. Denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. 20 Cent zu viel. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durch. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich doch. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Und dann fahren wir mal zur Endstation. Vielleicht. Wenn es hier vorangehen würde. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Beinahe noch die Bodenschwelle. Bei den Sweet Bump zu stark mitgenommen, wobei ja Bodenschwelle. Ist ja wahrscheinlich hier das deutsch passende Übersetzung dafür. Na, kommen wir da mal voran oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ob man gravierende voran oder nicht. Das ist die wahrscheinlich besser, wichtigere Frage. Ich bezweifle es gerade. Da geht gerade jemand rüber, deswegen. Da gehen noch mehr rüber. Mensch, wie viel gehen denn noch rüber? Nehmen wir noch mit, ja, die Fahrt nehmen wir noch mit. Können wir noch nix. Verdammt. Und wir sind wieder hier. Oh, please. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Wenn wir es mal so betrachten, preislich gesehen, es ist nix wieder, wie gesagt, aber ich will jetzt nicht wieder hinterher. Boah. Ist ja schlimmer als vorher. Thank you.
Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Also, wenn ich mir das hier wieder ansehe, was wir jetzt hier haben, und was wir auch mit dem Unfall, den wir gerade hatten, da freue ich mich noch umso mehr auf die neue... auf die neue KI. So, 500 Minuten zu spät. Wollen wir nochmal komplett auf Schlagloch scheißen. Das nenne ich guten Service. Bis die erstmal ausgestiegen sind. Fahren wir mal zum Depot. Das heißt, die Busgarage ist kein Depot. Und beenden die Fahrt. Und sollten jetzt auch ein weiteres Ass auf der Strecke haben. Ja, wir könnten nur einen Lehrling annehmen, aber wir gucken mal. Schau mal nach. Ich weiß nicht mal, wie sie hieß. Laura Schrillinger. Oh, really? So kurz davor, bei 99% so gesehen. Ah, ist ja belastend. Ja gut, dann heißt es, dass wir ein zweites Video in der nächsten Woche, am Mittwoch, im zweiten Mittwochsvideo, werden wir dann endlich neue Aufgaben bekommen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.